Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play American McDee's Else. Und wie versprochen, dieses Mal wieder an der Stelle, wo wir den Stern finden. So, Stern looten und glücklich schätzen. Jetzt will ich aber gerade noch mal ganz kurz den Quicksave-Modus ausprobieren, der hier irgendwo auf den Tasten lag. Da. Okay, jetzt wollte ich eigentlich eben gerade schon machen, habe ich leider vergessen. Jetzt funktioniert es übrigens gerade, oder? Oder? Ich bin mir nicht sicher. Nee, funktioniert nicht. Gut. Also muss ich manuell speichern. Egal. Und wir gehen mal hier durchs Portal. Und sind dann direkt, glaube ich, wieder im Ladescreen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir müssen doch jetzt wieder zurück ins Observatorium. Und da dann weitermachen. Also, keine Ahnung, was mich erwartet. Da. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Sound ist lauter geworden. Ich glaube, das Observatorium war hier irgendwo. Nee. Da unten war es auch nicht, also kann es eigentlich ja nur da drüben irgendwo sein. Hilfe, sie schreibt mich an. Oh Gott. Kickt da einfach mal so einen Ball rein. Hallo? Ja. Jetzt, komm. So, Nummer 1. Ja. Ihr trefft mich nicht. Okay, hier sind auf jeden Fall Gegner, also können wir nicht so schlecht laufen. Nein, das passt doch ganz gut. Ich habe irgendwie die Befürchtung, jetzt rushen hier gleich wieder 1000 Gegner um die Ecke. Naja, 1000 stimmt nicht ganz. Wir lähmen den einfach mal ein bisschen um. Da drüben kommt auch noch einer. Oh, da kommen aber jetzt ein paar mehr. Kick. Da, ja, packen. So. Na komm her. Und der letzte. Na, jetzt der letzte. Wupp, wupp. Meins. Ich habe das Gefühl, der Sound ist laut. Entschuldigung. Ich glaube, ich muss hier nochmal ganz kurz bei. So. Sonst fallen mir hier gleich die Löffel ab. Ich hoffe, das passt jetzt immer noch von der Aufnahme her, aber sonst bin ich, wie gesagt, gleich taub. Und das wollen wir alle nicht. Also ganz besonders ich nicht. Komische Treppe. Observatorium war da oben. Glaube ich. Ist schon ein paar Tage her, dass ich gespielt habe. Ich habe nicht genau gesehen. Oh, und ich bin auch verzogen. Na, jetzt. Komm schon. Hilfe. So, alle tot. Na? Wirklich alle? Klappt schon. Gut. So, und leider muss ich jetzt bei diesem Spiel viel zu oft speichern und... Naja, da müssen wir jetzt zusammen durch. Ein Fahrstuhl. Yay! Steht da gleich einer. Sowas. Pam. Da oben auch. Pam, habe ich gesagt. Pam. Irgendwie ist dieser Cricket-Schläger hier voll übel. Was ist das? Achso, Mana. Mana. Irgendwas liegt auf meinem Mauskabel, das nervt. So. Ich glaube, jetzt ist es besser. Warum ist die Treppe kaputt? So geht's auch. Muss ich da durchgucken, bestimmt. Hallo? What? Portal! Hui! Tränensee, da landen wir jetzt. Schmeißen irgendwelche Ameisen mit Steinen. Okay. Zeit zum Speichern. Yay. Für diejenigen, die sich wundern, warum ich so oft speichere, guckt euch die letzten Folgen an. So, was haben wir denn hier? Ein Schild.
Achtung, Steinfall. Ja. Wasserfall mit berauschenden, also wirklich berauschenden Effekten. Da komme ich jetzt nicht mehr durch. Hallo? Hoch. Hui. Ey, voll gemein. Wo kommt das Ding jetzt runter? Ah, da. Bäh. Nicht hier rüberspringen. Alice? Alice? Hallo? Rats. Also noch mal. Und hopp. Und hopp. Na komm, hoch mit dir. Und hopp. Und hopp. Was ist denn das? Und nochmal, also. Und hopp, und hopp. Und hopp. Und hopp. Aha. Und hopp, sag ich. Und hopp, und jetzt. Ein bisschen hakelig. So, hier und da. Und so. Na? Finde ich aber nicht nett, mein Freund. Moment. Vielleicht sind wir hier safe. Oh ja, sind wir. Schnell! Oh, da drängt der Wasserfall einen beiseite. Ja, damit hätte man noch rechnen können. Na, jetzt hoch mit dir hier. Und nochmal. Jetzt sind wir gleich bei den Ameisen. Uah, muss man jetzt springen. Oh cool. Was? Warum? Nein! Hier, laden. Na gut. Hat uns der Ball irgendwie trotzdem erwischt. Und ich unterschätze das Springen. Oder überschätze das Springen. Also, nochmal. Ja, jetzt nicht so voreilig sein, Juvi. Ja, so ist gut. Jetzt nur Wassereffekte von links. Also aufs Ohr. Und darüber. Und darüber. Und jetzt kommt Steinwurf. Geil, die haben auch noch so coole Musketen in der Hand. So, jetzt warten wir eben auf das Steinchen. Steinchen, Steinchen, Steinchen. Oh. Und da hoch und da hoch, sage ich. Ja. Ich glaube, gleich kommt ein Stein. Ich glaube, mein Stein pfeift. Ja, Hilfe, Mutti. Und so. So, Achtung, Wasser verdrängt und so. Und hier kommt gleich wieder was geflogen. Jetzt weiß ich gar nicht, wo soll ich denn da jetzt gleich hin? Huch. Was sind das denn für Viecher? Pam. Und nochmal Pam. Kriege ich das ohne da runter zu... Naja, lieber nicht. Ach so. Ja, das war ja einfach. Oh Gott. Ich habe echt Angst, dass sie sich irgendwie nicht festhält oder so. Au! Alter! Greift er mich einfach mit seiner komischen Muskete an. Ich glaube, es hackt. Pam, pam! Stirb, Musketenvieh! Stirb, Musketenvieh! Oh Gott! Nein! Och, Alter! What the fuck? Warum hüpfen die so komisch? Hm?
Hallo? Einer da? Okay, dann nochmal. Also, merke, so alte Spiele haben es echt irgendwie in sich. Finde ich. Ich finde gerade dieses Zurücksetzen, dass man dann halt wieder da unten steht und nochmal ran muss und nochmal und so. Das finde ich schon echt lästig. Und vor allen Dingen sieht man die ganze Zeit da oben nur zwei Bubis. Achso, nee, ich war erst hier. Man sieht da oben nur zwei Bubis und auf einmal kommt noch ein dritter Bubi. Hm. Na gut. Also, hoch. Oh. Ja. Nervsteuerung. Sehr glitschig. Okay. Und nochmal. Weil es so viel Spaß macht und ich so ein Pro-Gamer bin. So, darüber. Da hoch. Da hoch. Komm. Wow. Statt sich einfach umzudrehen. Nein, sie rutscht noch ein Stückchen beiseite. Mhm. Überraschung. Ein Stein. Yay, Steine. Und was zur Hölle? Oh, boah, ey. Alter. Der war doch schon sonst wo. Ist das ein Gummistein oder was? Gott. Also, das Spiel wird mich, glaube ich, noch einige Nerven kosten. Mit fehlerhaften Texturen. Ich schiebe das jetzt auf eine fehlerhafte Textur. Oh nein, ein Stein. Hm, was tue ich nur? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich stehe hier und warte. Und speichere oder so. Aber erst, wenn ich den Stein sehe, sonst renne ich da gleich wieder rein. Da kommt er. Ich kann speichern. So, speichere ich da. Famos. Ja, ich warte, bis er weg ist. Okay, dann die Bugaufhängestelle hier und so. Na, warte, ich drehe mich erst später. Okay. Sonst kommt die Cam ja nicht hinterher. Stein. Ja, auch hier warte ich jetzt, bis er weg ist. So. Na, wer hat jetzt gedacht, dass ich runterfalle? Ja, ich. Speichern. Ja, gut. So. Ah ja. Genau, komische Viecher. Die vorher nicht da waren. Egal, die ignorieren wir jetzt mal. Kommt bestimmt gleich nach oben in den Kämpfen gegen die anderen Ameisen. Ah, wie sie da mal runterrutscht. Ah, Gott, diese Kameraführung. Macht mich nervös. Kann ich den nicht von hier aus schon irgendwie owen? Naja, trifft mich aber auch nicht. Nun gut. Kann ich den so owen? Nein. Na, jetzt. Musketenmann, er macht alle mit seiner Muskete an und braucht viel Hits. Oh. Und Messer. Wow. Alter, slapp deine Mutter irgendwo hin. Bitch. Hab ich mein Messer jetzt mal wieder? Zack. Jetzt wird's aber knifflig hier. Wo waren denn die Waffen? Den F-Tasten? Achso, ich hab's ja schon gewechselt. Hehe. Leider übersehen. So, bevor der mich wieder irgendwo hinslappt, mach ich ihn einfach kaputt. Wuhu. Geschafft. Yay. Party. Verschwinde. Geh weg. Ja. Nee. Ah. Nein, lieber nicht. Ja, speichern. Okay, jetzt haben wir es wohl. Ich glaube, ich muss hier den Bach entgegenlaufen. Wasser, Wasser, Wasser.
Das da hinten sieht fies aus. Da, seht ihr's? Weiß nicht, wie gut man das so erkennt in dem kleinen Fenster.